So sieht's aus, wenn nachts um 3:30 ein Feueralarm in London ist. Aber zurück zum Anfang. Ich lag im Bett und der Feuermelder hat geklingelt und es war richtig unangenehm. Irgendwann habe ich mich dann angezogen und alle sind rausgegangen. Ich fand's witzig am Anfang, weil ich dachte, okay, was ist denn hier los? Aber irgendwann hat's wirklich nur noch genervt. Dieser Ton war die ganze Zeit da. Und es war wirklich so super penetrant. Naja, irgendwann ist dann die Feuerwehr gekommen. Wie gesagt, es war nachts um 3:30. Um 3 hat das Ganze angefangen und um 4 hat das ungefähr aufgehört. Dann durften wir irgendwann endlich ins Hotel wieder rein. Aber draußen standen wir die ganze Zeit in den verschiedensten Outfits. Teilweise war es echt witzig zu sehen. Ja, und als wir dann wieder rein durften, war es circa 4 Uhr. Und dann habe ich noch diesen Mann hier gefragt. Der hat mir erzählt, dass irgendwelche Idioten draußen einfach den Hebel gezogen haben.